Ihr wollt schnell Geld in GTA Online verdienen, habt aber keinen Bock auf Grinden? Kein Ding. Mit unseren Tipps verdient ihr schnelles Geld und habt auch noch Spaß dabei. Ich sollte eine Yacht kaufen. Oder einen Sportwagen. Wer sich immer wieder bei diesen Gedanken erwischt, kann sich seine Träume am besten in GTA Online erfüllen. Aber dann auch am liebsten gleich sofort. Weil ihr aber auch in GTA euer Geld erst verdienen müsst, haben wir ein paar Tipps für euch, wie das schnell und trotzdem nicht langweilig funktioniert. Und vor allem ohne Cheats. Entwickler Rockstar ist nämlich allergisch gegen Cheater und bannt immer mal wieder ein paar Tausend auf einmal. Los geht's mit unserem ersten Tipp. Werdet Bodyguard. Als Bodyguard eines aktiven VIP bekommt ihr alle 15 Minuten 5000 GTA-Dollar. Egal, ob ihr gerade Missionen erledigt oder nicht. Wenn ihr dann noch die Belohnung für die VIP-Mission dazuzählt, ist da ordentlich was zu holen. Wenn der VIP und die anderen Bodyguards dann auch noch eure Freunde sind, wird Geld verdienen direkt doppelt so lustig. Genauso einfach ist Tipp 2. Denkt an die Tagesziele. Wenn ihr sowieso jeden Tag spielt, denkt an die Tagesziele. Viele übersehen sie, aber wenn ihr alle erledigt, bekommt ihr einen 25.000 Dollar Bonus. Wenn ihr das 7 Tage am Stück schafft, sogar 100.000 und bei einem Monat winken euch 500.000 extra Dollar. Eine ganze Menge Kohle für ein bisschen tägliches Herumlaufen. Auch Aktivitäten bringen Geld. Es gibt einen Bonus für die 10., 20., 50. und 100. Aktivität, nämlich jeweils 10, 20, 50 und 100.000 Dollar. Ebenfalls sehr rentabel sind die Kontaktmissionen. Die Missionen, die ihr für die Leute in eurem Adressbuch erledigt, bringen nicht nur Reputationspunkte. Wenn ihr mehrere Missionen für einen Kontakt erledigt, bekommt ihr nach ein oder zwei Missionen mit jedem Mal auch ein bisschen mehr Geld. Fragt also Lamar, Gerald, Simeon oder einen der anderen und bleibt dran. Die meisten Missionen mit hohen Belohnungen haben übrigens Lester und Martin Madrazo. Und wo wir gerade schon bei Simeon waren, macht es wie er mit unserem vierten Tipp. Werdet Autohändler. Und mit Autohändler meinen wir, stehlt seltene Autos und verkauft sie wieder. Die Autos, die am meisten bringen, sind der Sentinel, der Felon GT, der Baller, der Modded Sand King und der Dubster. Da gerade die letzten beiden sehr, sehr selten spawnen, haben wir noch einen extra Tipp für euch. Wenn Freunde von euch schon eines der Autos besitzen, bittet sie, mit euch darin herumzufahren. Dann spawnt das jeweilige Auto auch öfter. Die normal seltenen Autos bringen im Schnitt übrigens 7.000 Dollar, die selteneren bis zu 20.000. Und wer sich jetzt über zu wenig Rendite beschwert, kann den Mund direkt wieder zumachen. Dafür müsstet ihr im Schnitt 20 Supermärkte oder 40 Tankstellen ausrauben. Wenn ihr genug zusammen habt, bringt das Handeln mit Autos auf ein neues Level. Kauft euch das billigste CEO-Büro und das billigste Autolagerhaus. Klart euch die benötigten 36 Autos zusammen und verkauft die besten 4. Importiert dann, bis die 36 wieder voll sind und verkauft wieder. Dieser Prozess ist zwar mit der Zeit tatsächlich etwas langweilig, rentiert sich aber sehr gut. Unser letzter Tipp hat auch mit Angebot und Nachfrage zu tun. Genauer, mit Sonderangeboten. Haltet die Augen nach Events und Sales offen. Es gibt immer wieder Wochenenden, die nicht nur doppelte Reputationspunkte, sondern auch doppeltes Geld versprechen. Manchmal verteilt Rockstar als Dankeschön auch Geld einfach nur fürs Einloggen. Wenn ihr aufpasst, macht ihr so sehr schnell sehr viel Geld, ohne besonders viel dafür zu tun. Gerade am Anfang sind außerdem die Sales eine tolle Möglichkeit zu sparen. Jede Woche gibt es andere Items im Sonderangebot. Schaut dort auf jeden Fall regelmäßig rein. Das waren unsere Tipps. Wie sieht's bei euch aus? Verratet uns eure besten Tipps in den Kommentaren. Bald ist wieder Gamescom-Zeit und wir sind natürlich mit dabei, zum einen auf YouTube und Facebook im Stream und zum anderen live in Halle 5.1 auf der Bühne. Wir haben nicht nur coole Gäste, sondern jede Menge freies Zeug, Merchandise und coole Gewinne. Kommt gern vorbei, wir freuen uns.